Die Freiheit, die uns Luther 500 Jahre später immer noch ins Gebetbuch schreibt, ist die Freiheit, dass ich mich nicht zwingen lassen muss in meinem eigenen Denken. Nicht die herrschende Ideologie zu akzeptieren. Freiheit ist das höchste Gut, was man eigentlich haben kann. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Also ich bin in eine Generation hineingewachsen, in der Freiheit ein ganz, ganz großes Gut ist. Auch wenn ich das selber nicht für richtig halte und weil ich einen anderen Glauben vertrete, ist es doch ganz wichtig, dass jeder seinen Glauben ausleben darf, wie er möchte. Also Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Glaubensfreiheit, das ist für mich sehr entscheidend. Freiheit entsteht bei mir aus Gnade. Trau dich, deine eigenen Meinungen zu haben. Auch aus einer inneren Haltung zu sagen, ich gehe in lebendigen Streitkultur auch mit einer eigenen Lust an. Trau dich, dich im Gegensatz zu der herrschenden Meinung auch zu positionieren. Alle diese Dinge, die wegführen von so einem zugemauerten, fundamentalistischen Anspruch. Freiheit ist aber nach Luther ja nicht nur eine Freiheit von Zwängen. Ich bin frei, ich kann tun, was ich will und für richtig halte. Sondern es ist immer auch eine Freiheit zu. Der Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Wo einem Luther hilft mit der Haltung, lass dir nicht jeden Scheiß andrehen. Das heißt, es ist immer eine Freiheit, die ich nicht nur individualistisch für mich und meine Egomanie nutze, sondern eine Freiheit, die ich nutze, um anderen, auch mit anderen in Gemeinschaft zu leben und anderen zu nützen mit dieser Freiheit. Sie definiert sich im Miteinander. Ansonsten ist es Willkür.